Jo Leute, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Mod-Vorstellung hier auf dem Kanal Multiplayer mit mir, dem TKW. Yay! Gib! Ah! Inkompetent. Am Anfang möchte ich mich noch für das Rauschen, was man eventuell im Hintergrund hört, entschuldigen. Ich weiß noch nicht, ob das komplett weggeht, wenn ich da mit einem Rauschfilter drüber gehe. Aber es ist so, dass ich momentan einen Ventilator auf meinen PC halten muss. Also nicht halten muss, aber der ist halt auf meinen PC gerichtet, weil der sonst überhitzt und ausgeht. Ich hoffe, dass ich dieses Problem bald endlich mal gelöst bekomme. Aber okay, im Moment ist es auf jeden Fall noch so und dafür entschuldige ich mich schon mal im Voraus, falls man das natürlich noch hört. Ja, heute habe ich nicht eine einzige Mod für euch, sondern heute habe ich eine kleine Reihe an Mods für euch, um genau zu sein, 8 Mods, die euer Minecraft um einiges verschönern und realistischer machen. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass das Ganze kein Ranking ist, das heißt, es ist keine Bewertung von den Mods, welche gut und welche am besten ist und dann die allerbeste, sondern es ist einfach nur eine Aufzählung, wo ich der Meinung bin, dass diese Mods das Spiel schöner machen, und zwar vor allem, wenn man diese gesamten Mods verbindet, das heißt, alle Mods in Verbindung sehen einfach wundervoll aus. Dann wird einfach euer Spiel um einiges besser, auch wenn nichts großartig hinzugefügt wird. Und ich würde sagen, los geht's mit Nummer 8, Better Foliage. Also fangen wir an mit der Better Foliage Mod, die habe ich jetzt hier auch schon installiert. Und diese Mod, die habe ich schon mal in einer extra Mod-Vorstellung vorgestellt. Das heißt, wenn ihr wollt, das nochmal sehen wollt, wo ich nochmal hundertprozentig genau darauf eingehen werde, dann schaut doch mal in die Beschreibung, oder das ist jetzt hier auch nochmal verlinkt, oder halt auch in der Infocard, Info, links da oben rechts, für die, die das Ganze am Handy gucken. Da habe ich das nochmal alles ganz genau gezeigt, allerdings ist das Video ein Jahr alt, also von daher, ich weiß noch nicht, ich glaube, das ist trotzdem relativ gut, ich weiß nicht, müsst ihr einschätzen. Auf jeden Fall fügt diese Mod hier in eure Welt. Also sie fügt nichts hinzu, allerdings verschönert sie diese. Hier sieht man das schon, auf dem Gras sind so kleine Grasbüschel überall noch. Das heißt, es ist nicht einfach nur flach. Eure Bäume sehen ein bisschen realistischer aus. Also da kommen so Blätter dran. Also die werden so ein bisschen runder und bekommen bessere Form. Hier von der Entfernung sieht das mega schön aus alles. Und es fallen hier auch so zwischendrin so ein paar kleine Blättchen runter, also es sieht schon wundervoll aus. Des Weiteren im Wasser, wenn das Ganze nur ein Block tief ist, dann kommen hier diese kleinen Pflanzen hier. Und wenn es noch tiefer ist, kommen hier auch so Korallen, sind das, glaube ich. Findet ihr dann da an. Genau, diese Mod, die muss nicht auf Servern installiert sein. Das heißt, wenn ihr euch die anschauen, wenn ihr die benutzen wollt und geht auf Server, dann ist das gar kein Problem, weil die nichts am Spiel verändert, sondern nur an eurem internen Minecraft. Genau, was ich jetzt noch nicht gezeigt habe, fliegen wir jetzt hier mal in den Schneebereich. Wenn jetzt hier Schnee auf Bäumen liegt, das sieht mega gut aus, wie ich finde. Dann werden die Bäume schneebedeckt und das sieht einfach mal mega gut aus, meiner Meinung nach. Ja, ich finde diese Mod sehr, sehr schön. Also mir gefällt die Mod super. Sie fügt halt nichts großartig hinzu, sondern macht einfach nur euer Spiel schöner. Und ich finde, das gelingt ihr extrem gut. Und ich muss mir auf jeden Fall angewöhnen, wenn ich normal Minecraft spiele, diese Mod auch installiert zu haben, weil es ist einfach wundervoll. Nummer 7, 3D Furnace. Ja, als nächstes haben wir dann die 3D Furnace Mod und die fügt einen einzigen Block ins Spiel hinzu. Und zwar ist das diesen Ofen, den ihr hier seht. Ich nehme ihn erstmal eben ins Inventar. Hier, der heißt einfach nur Ofen. Dieser Ofen tauscht euren normalen Ofen in Minecraft aus. Das heißt, er wird dann einfach, wenn ihr einen normalen Ofen craften wollt, wird dieser herauskommen, anstatt der normale.
Und das Einzige, was er macht, ist, dass er um einiges besser aussieht als der Standardofen. Ich kann ja hier zum Vergleich mal einen normalen Ofen daneben setzen. So, hier. Das heißt, er ist nicht einfach nur eine Textur von außen, sondern er ist 3D modelliert. Und das sieht halt wundervoll aus. Das ist aber nicht das Einzige. Denn wenn wir hier jetzt hier mal die Items rausnehmen, und jetzt lege ich hier mal oben Fische rein, also Lachse, dann sehen wir hier, sind diese da drin. Also die liegen da drin. Und wenn ich da jetzt die Kohle mal reinlege und jetzt einmal warte, bis das Ganze, bis da ein Fisch gebraten ist. Genau, hier unten brennt das Ganze, dann sieht einfach wundervoll aus. Auf jeden Fall sehen wir dann hier rechts die Fische. Die, oder beziehungsweise das, was fertig gebraten ist oder gebrannt ist. Und ja, das wird dann jetzt hier auf der rechten Seite angezeigt. Und ich finde, es sieht einfach mega geil aus. Nummer 6, Realistic Pain. Als nächstes haben wir eine Mod, die auch nichts hinzufügt, aber etwas Realistisches hinzufügt, und zwar Blut. Das heißt, sie, wenn ich jetzt hier diesen 5 Blöcke hohen Turm runterspringe, dann seht ihr, es wird uns zum einen kurz rot vor Augen oder halt schwarz, sobald wir auf den Boden kommen. Und auf dem Bildschirm sehen wir jetzt rote Blutstropfen. Wenn wir jetzt einen größeren, na wie heißt, mehr Blöcke runterfallen, wie jetzt in diesem Fall hier zum Beispiel, dann ist das zum einen deutlich mehr, und zum anderen sehen wir jetzt hier auf dem Boden, sind auch nochmal Blutstropfen drauf. Und diese Blutstropfen im Gesicht, die bekommen wir ganz einfach weg, indem wir in Wasser gehen. Dann waschen wir uns sozusagen, auch wenn wir jetzt hier in dem Fall nur mit den Füßen im Wasser standen und trotzdem unser Gesicht sauber wurde. Aber das beachten wir jetzt einfach mal nicht, würde ich sagen. Was mir aufgefallen ist, diese Blutstropfen auf dem Boden kann man leider nicht mit Wasser einfach wegschütten. Aber naja, ich finde die Mod trotzdem wundervoll. Nummer 5, Dynamic Lights. Als nächstes haben wir die Dynamic Lights Mod, und da sagt es der Name sogar schon, denn die Mod fügt gewisse Eigenschaften hinzu, die in Minecraft so standardmäßig nicht gegeben sind. Und zwar gibt es ja bestimmte Items und Blöcke, die, wenn man sie setzt, eine Lichtquelle darstellen. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Fackel setzen würden, dann würde sie ein Licht verbreiten, genauso wie jetzt hier diese leuchtenden Redstone-Laternen. Und logischerweise müsste es ja eigentlich so sein, dass wenn wir sie in der Hand halten, dass sie dann auch Licht verbreiten. Das ist aber standardmäßig nicht der Fall. Diese Mod ändert dies aber. Und zwar fügt sie zu Items und Blöcken, die normalerweise eigentlich Licht von sich geben müssten, fügt sie einen gewissen Lichtradius hinzu, wenn wir sie in der Hand halten. Ich habe die erstmal nach der Größe, also nach dem Radius vom Lichtpegel sortiert. Und ja, wir brauchen sie also nur in der Hand zu halten, und es wird direkt hell um uns herum. Ich stelle mal ganz kurz die Helligkeit auf düster, dann sehen wir das Ganze noch besser. Wie man sieht, wenn man läuft, da flackert das so ein kleines bisschen. Und das finde ich gar nicht schlimm, denn es sieht umwerfend aus mal wieder. Und ja, ich finde, es ist eigentlich etwas, das müsste meiner Meinung nach standardmäßig in Minecraft drin sein. Weil es einfach zum einen ziemlich praktisch ist und zum anderen einfach viel realistischer ist. Also es würde wirklich Sinn machen. Ich würde mich echt freuen, wenn sie das irgendwann mal hinzufügen würden. Ja, denn ich finde das Ganze wirklich super. Und ja, das war's von dieser Mod. Nummer 4, Mob Amputation und Mob Dismemberment. Ja, auf Nummer 4 habe ich mal zwei Mods zusammengefügt. Das heißt, das Ganze sind eigentlich 9 Mods insgesamt. Aber hier habe ich diese zwei Mods zusammengefügt, weil sie zwar nicht das gleiche, aber ziemlich ähnliche Sachen machen. Und ich finde, die passen halt in Verbindung zusammen sehr gut. Also sie
in Verbindung passen sie sehr gut zusammen. Dass die Zombies jetzt hier so aussehen, das ignoriert mal noch. Das kommt erst noch in Nummer 1. Also ignoriert das einfach. Das habt ihr noch gar nicht gesehen, ja? Als erstes die Mob Amputation Mod. Die macht eigentlich nur Folgendes, dass wenn ich jetzt hier einen Mod an bestimmten, bestimmten Stellen treffe, zum Beispiel ist hier am Arm. Okay, es ist ihm der Kopf abgefallen, alles klar. Dann kann man denen gewisse Körperteile abschlagen. Das funktioniert nicht immer und je nachdem, wie man die trifft, macht er das halt oder auch nicht oder macht aus Versehen doch ein anderes Körperteil weg. Jetzt habe ich ihn rausgehauen. Okay, genau, das ist eigentlich schon alles, was die Mod macht. Wenn man es erst schafft, hier den Kopf abzuhacken, was ich jetzt eben ein paar Mal gemacht habe, dann ist es so, dass die noch kurz stehen und euch angreifen werden, aber nach einer Zeit werden die dann verbluten. Das ist natürlich jetzt super, am Anfang direkt mal das allererste, was passiert ist, dass der Kopf abgefallen ist. Und jetzt will ich, dass der Kopf abfällt und was passiert? Der Kopf fällt nicht ab. Wundervoll. Vorführeffekt natürlich. Aber ihr habt es ja gesehen. Ich versuche jetzt nochmal hier von dem den Arm abzuhacken, was ziemlich schwierig ist irgendwie, vom Skelett den Arm zu treffen. Oh, seht ihr, da ist jetzt der Kopf abgefallen. Und der liegt dann da so rum. Da und jetzt ist auch noch der Arm abgefallen, aber dann ist er ganz zerfallen. Ja, was ihr hier seht, das ist auch schon die Mob Dismemberment Mod. Denn wenn ein Mob stirbt, dann zerfällt der so und seine Körperteile liegen hier auf dem Boden rum. Das heißt, er stirbt nicht einfach und ist dann weg und löst sich in Rauch auf, sondern seine Körperteile liegen hier noch rum. Und was man hier noch sieht, ist, dass dann auch zusätzlich noch Blut überall rumliegt, was jetzt hier durch die Zäune ein bisschen komisch aussieht. Ja, genau, man kann diese Körperteile, die sind also nicht einfach nur... das sind halt feste Gegenstände. Das heißt, man kann die wegschieben. Und da seht ihr, man kann die wegschieben. Die auch weghauen? Ne, kann man nicht. Aber wegschieben kann man sie. Und nach einer Zeit, die spawnen sie halt dann. Also verschwinden dann halt. Und das macht halt das ganze Spiel an sich realistischer und cooler. Weil ich finde, das fehlt einfach so in Minecraft. Ich finde das nicht gut, dass die einfach verschwinden, die Mobs. Und dann sind sie weg. Husch. Haben sie in Luft aufgelöst. Ich finde das so viel cooler und es macht es um einiges schöner. Nummer 3. Lootable Bodies. Ja, die nächste Mod fügt auch nichts hinzu, aber es ist eine sehr schöne Mod, um nicht alle Items zu verlieren, wenn man stirbt. Also es gibt da ja so einige, dass dann irgendwie eine Kiste da steht oder was weiß ich, was es da noch so alles. Es gibt einen Grabstein. Aber das hier finde ich die schönste und beste von allen und deshalb wollte ich genau diese Mod zeigen. Und zwar werde ich mich jetzt hier einmal killen. Moment, ich muss erstmal meinen Spawnpoint setzen, nicht, dass ich irgendwie was vergessen habe und dann nachher irgendwo in der Pampa lande. Ich werde mich jetzt hier einmal killen und wiederbeleben. Und wir sehen jetzt hier direkt, zum einen liegt hier das Blut noch von der Realistic Pain Mod. Und wir sehen jetzt, hier liegt einfach ein Skelett rum, was wir jetzt hier auch wegschieben können. Es liegt hier einfach so rum und zwar ist das unser toter Körper, der verwest ist. Mit Rechtsklick können wir jetzt darauf zugreifen. Hallo? Warum funktioniert das jetzt nicht? Warum kann ich da nicht drauf zugreifen? Willst du mich verarschen? Irgendwas funktioniert da gerade nicht so ganz, wie es soll. Also ich weiß echt gerade nicht, woran das liegt. Normalerweise müsste man die auch mit einer Schaufel, mit einem Rechtsklick auf die müsste man die eigentlich
wegmachen können, also verbuddeln sozusagen. Aber es funktioniert gerade nicht. Das ist echt bescheuert und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe jetzt aber auch ehrlich gesagt keine Zeit, um das rauszufinden, weil ich habe die auf jeden Fall schon gespielt, die Mod, und ich weiß, dass es funktioniert. Und ja, was auf jeden Fall da drin ist, wenn ihr Rechtsklick macht, dann könnt ihr euch eure Items wieder da rausnehmen. Und des Weiteren ist dann noch Rotten Flesh drin. Das soll so ein bisschen eure verrottete Haut und euren verrotteten Körper darstellen. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was die Mod macht. Ihr seht, das sieht mega cool aus. Man kann auch irgendwo noch in der Config konfigurieren, dass das kein Skelett ist, sondern irgendein Skin. Was aber meiner Meinung nach keinen Sinn hat. Was ich mega nice fände, wäre, wenn man das, wenn der Mod-Ersteller das irgendwie so machen könnte, dass es dann halt der eigene Skin ist, der tote Körper da halt hat. Also, wenn man im Multiplayer ist zum Beispiel, dass wenn ich sterbe, liegt da meine Leiche, und wenn jemand anderes stirbt, hat die Leiche dann halt seinen Skin. Das wäre natürlich noch mal eine Stufe cooler, aber es ist natürlich, hier, ne? Das Skelett ist auch mega cool. Was ich jetzt nochmal versuchen werde, ist, wenn ich jetzt hier Lava drüber kippe. Okay. Nein, das kriege ich nicht mehr weg. Nein. Moment, ich muss den mal eben wegschieben. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Komm, geh weg. Okay. Und Lava, aha, okay. Ich dachte, das kriege ich nicht mehr weg. Es ist so, dass diese Körper hier zum einen resistent gegen Lava und zum anderen resistent gegen Explosionen sind. Das heißt, die gehen davon nicht kaputt. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal umschauen, ob ich herausfinde, warum das nicht funktioniert hat. Wenn ich es rausfinde, dann seht ihr jetzt hier nochmal eine Einblendung, was nicht funktioniert hat und warum. Falls ihr das Problem auch habt, wie ihr es lösen könnt, weil ich habe diesen Mod auf jeden Fall schon installiert gehabt und es hat wundervoll funktioniert. Also ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, tut mir echt leid. Aber diese Mod ist wirklich wundervoll, weil das eine sehr schöne Möglichkeit ist, dass man die Items nicht verliert beim Tod. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit der Nummer 2. Nummer 2, Item Physics. Ja, die Item Physics Mod macht eigentlich nichts anderes als den Items ein... Ja, die Item Physics Mod macht eigentlich nichts anderes, als eine Item Physik hinzuzufügen. Und zwar den Items, die auf den Boden geworfen werden. Also wenn man das hier mal sieht, ich habe jetzt hier einen Diamant, ich werfe den jetzt mal. Und zum einen, was man schon gesehen hat, fällt der nicht einfach nur runter, sondern es ist zum einen in 3D und zum anderen dreht sich das so cool in der Luft. Und ich finde, das sieht schon mal mega cool aus. Und des Weiteren, natürlich, die Items liegen auf dem Boden rum. Das ist doch mal mega awesome. Wenn ich jetzt hier so ein ganzes Stack mal werfe, das sieht man auch, die werden gestapelt. Und ich werfe das mal dazu. Immer 64 Stück werden dann zu einem, so einem Dreierstapel. Oder sind das vier? Doch, das sind vier. Ja, vier. Als Viererstapel dargestellt. Und ja, genau. Es gibt zwei verschiedene Versionen von dieser Mod. Einmal die Light und einmal die Full Version. Das, was ich jetzt gezeigt habe, kann nur die Light Version. Die kann man auch auf dem Server benutzen, ohne dass das dort installiert sein muss. Denn es verändert nichts am Spiel, sondern es sieht einfach nur so aus, als würde es auf dem Boden liegen. Das, was ich jetzt zeigen werde, das kann man nicht auf einem Server benutzen, wenn es nicht installiert ist. Und zwar ist das die Full Version. Dafür habe ich jetzt hier schon so ein bisschen was vorbereitet. Und das erste, was man zeigen kann, ist, dass Items nicht mehr an einem Kaktus kaputt gehen. Also wenn ich jetzt hier einen Diamant gegen den Kaktus werfe, dann gehen die nicht mehr kaputt. Das ist ja auch ein deutliches realistischer, denn stellt euch mal vor, man wirft in echt so einen Diamant an einen Kaktus und der würde einfach kaputt gehen. Das ist doch total bekloppt. Das kann doch überhaupt gar nicht stimmen. Funktionieren. Wäre auch auf jeden Fall schade um den Diamanten natürlich. Und ja, deshalb ist das hier hinzugefügt, dass dies eben nicht mehr passiert. Des Weiteren ist es noch so, dass bei Wasser unterschieden wird, wie schwer die Items sind. Das heißt, jetzt hier Diamanten sind relativ schwer.
Das heißt, die fallen hier ins Wasser und sinken langsam zu und leicht zu Boden. Hier Steine zum Beispiel sind auch sehr schwere Items. Fallen. Alles klar, warum drehen die sich jetzt so? Okay, die haben sich also zu Boden gedreht. ja, aber zum Beispiel Holz hingegen ist ein leichtes Material und schwimmt. Hier, wie ihr sehen könnt, Holz schwimmt im Wasser. Ist doch mal mega cool, oder? Wenn ich jetzt hier mal das ganze Stack reinwerfe. Okay, die stacken sich auch wieder. Und das schwimmt jetzt da. Und das ist doch mal mega, ist das ja wohl. So, in der Lava wird jetzt unterschieden, ob es in der Lava verbrennt oder nicht. Eigentlich müsste es ja so sein, dass alles in der Lava verbrennt, weil die Lava einfach mega heiß ist. Aber hier ist es eben jetzt so, dass wenn man jetzt Steine da reinwirft, dann kann man die einfach wieder aufsammeln. Es sei denn, man überlebt das. Also vorausgesetzt, man überlebt das. Wenn ich jetzt hier Diamanten reinwerfe, den macht das auch nichts. Ein Lavabad, das ist kein Problem für die. Kann ich auch einfach wieder einsammeln. Wenn ich jetzt allerdings Holz da reinwerfe, dann verbrennt das einfach. Es ist einfach weg. Hier, wenn ich da reingehe, ist es weg. Ihr habt jetzt gerade gesehen, es ist jetzt auch so, dass es nicht einfach verbrennt, sondern es kommt hier noch so eine coole Rauchwolke hoch und es verbrennt einfach. Und zum einen hört sich das und es sieht mega cool aus. Und ist ja wohl auch mal mega cool. Was mir aufgefallen ist, dass es ein bisschen unlogisch ist, wenn ich jetzt hier einen normalen Eimer nehme und da reinwerfe, der macht das gar nichts. Wenn ich einen Wassereimer da reinwerfe, der macht das auch nichts. Wenn ich jetzt allerdings einen Lavaeimer in die Lava reinwerfe, der verbrennt. Das macht doch keinen Sinn, oder? Also, was ich auch noch mega cool fände, wäre, wenn man jetzt einen Wassereimer da reinwerfen würde und dann würde da nur noch ein leerer Eimer drin liegen. Das wäre nochmal eine Stufe more awesome, sage ich jetzt einfach mal. Ja, zum Schluss habe ich jetzt hier noch eine kleine Kiste vorbereitet, wenn ich die erstmal kaputt mache. Ihr seht, so sieht das aus, wenn ganz viele Items auf einem Haufen liegen. Und ich finde, das sieht so mega awesome aus. Also, diese Mod lohnt sich auf jeden Fall hammermäßig. Also, es ist echt eine von meinen Lieblingsmods, weil sie das Spiel einfach unglaublich realistisch und macht und schön aussehen lässt. Und ja, das war's auch schon von dieser Mod. Nummer 1, Mo Bands Mod. Ja, zu guter Letzt haben wir noch die Mo Bands Mod. Diese Mod ist wirklich meine Lieblingsmod, muss ich tatsächlich sagen, weil sie einfach so unglaublich gut aussieht. Denn sie fügt neue Mob. Sie fügt neue Mob-Modelle hinzu. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal den Zombie. Der ist jetzt so ein bisschen vorgebeugt, lässt die Arme hängen und hat so gebeugte Beine. Das gleiche auch beim Zombie-Pikmin. Und am allerbesten, finde ich, sieht die Spinne einfach mal aus. Alter, schaut euch das an. Boah, sieht das geil aus, ey. Oh, ist das wundervoll. Also, ich muss sagen, das sieht wundervoll aus. Leider nur bisher bei diesen drei Mobs. Alter, wieso? Ich verwechsel das immer. Das ist ja schrecklich. Leider bisher nur bei diesen drei Mobs merkst du ja nicht. Bei diesen drei Mobs. Aber es steht auf der Seite, dass die anderen Mobs auf jeden Fall noch folgen werden. Das ist aber nicht das Einzige. Ich werde es hier mal eben auf wie friedlich wieder stellen, so, damit die wieder weg sind. Denn es gibt noch mehr. Und zwar, wenn ich jetzt hier einmal F5 drücke und dann schaut euch mal meinen Charakter an. Er ist einfach auch mal animiert besser, sieht besser aus, hat neue Animationen bekommen. Hier springen, oh, sieht das cool aus. Fliegen, sieht so aus. Moment, fallen, gibt's auch was Neues, glaube ich. Ja, okay, die Fluganimation ist die Fallanimation auch. Also wenn man fliegt, dann hat man die Fluganimation, die Fallanimation so rum. Sneaken,
Boxen. Ja, das sieht doch mal mega cool aus. Man boxt einfach so. Oh, das sieht so geil aus, finde ich. Hier, genau, wenn man geboxt hat, dann ist man auch noch kurz in dieser Verteidigerposition. So, und dann geht man wieder normal. Dann Sprint, nur Sprinten. Dann, Sprint, Jump. Alter, das sieht so Hammer aus. So, jetzt nehme ich mir noch ein Schwert. Blocken. Alles klar. Was zur Hölle? Ne, normalerweise gibt es auch noch eine Block-Animation. Aber warum ist der jetzt nicht da? Hey, ich verstehe es nicht. Also eigentlich geht der dann so in die Knie. Dann mit dem Schwert zuschlagen. Hier, bam, Junge. Alter, das sieht doch so Hammer aus. Alter, mega nice. Ja, genau, wenn man hier zugeschlagen hat, ist er dann auch noch kurz hier in dieser Pose. Genau, Schwimmen gibt's auch noch. Dafür gehe ich mal eben nach draußen. Ich hoffe, dafür reicht. Oh, Moment. Ja, genau, hier, Schwimmen. Ich glaube, es ist auch so, wenn man ins Wasser springt, dass man dann einen Körper macht. Ich probiere es mal aus, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, okay, doch nicht. Nee, okay. Was mir gerade eingefallen ist mit dem Schwert nochmal. Wie war das? Ja, okay, das finde ich jetzt echt ein bisschen schade, dass das mit dem Blocken nicht funktioniert. Irgendwie funktioniert das halt alles nicht so richtig. Auch hier mit dieser anderen Mod da. Ich finde es schade, dass sie nicht funktioniert hat. So gescheit. Genauso wie das Blocken jetzt hier. Ich verstehe es einfach nicht. Warum funktioniert das nicht? Als ich die das erste Mal alle ausprobiert habe, hat das super funktioniert. Naja, kann man nichts machen. Also, Blocken sieht normalerweise auch besser aus. Ja, das war es auch schon, was diese Mod kann. Ja, auf dem Server könnt ihr die auch benutzen, ohne dass sie dort installiert sein muss. Also, wenn ihr dann die installiert habt und die geht auf den Server, dann sieht das auch da alles so wundervoll aus. Und ja, ich würde sagen, das war es von der heutigen Mod-Vorstellung. Heute mal ein bisschen länger, dafür aber auch eine kleine, also nicht eine Mod, die ich vorstelle, sondern eine ganze Reihe an Mods, die euer Minecraft um einiges schöner machen und verbessern, wie ich finde. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr mehr sehen wollt von diesen Mod-Vorstellungen. Ja, ich würde jetzt mal allgemein bewerten noch die gesamte, also diese Auswahl an Mods, alle zusammen, bekommt von mir eine 10 von 10. Weil sie in Kombination, also alleine sind sie schon wundervoll und in Kombination sind sie einfach awesome, muss ich einfach mal sagen. Also es macht dann alles so viel schöner. Und deshalb bekommen diese Mods alle von mir eine 10 von 10. Und ja, das war's mit der Mod-Vorstellung. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und tschüss!